Das tapfere Schneiderlein. Es war einmal ein Schneiderli. An einem schönen Sommermorgen ist es an seinem Tisch gehöckelt. Es war gut aufgelegt und hat genäht, was nur möge. Nach kurzer Zeit sind ihm viele Fliegen um den Kopf herumgesurrt. Das hat ihn genervt. Er hat 7 auf einen Streich töten. Wow, das muss die ganze Stadt erfahren. Er hat für sich einen Gurt genäht und hat mit grossen Buchstaben 7 auf einen Streich drauf gestickt. Der Schneider hat den Gurt umgebunden und hat in die Welt raus wollen. Bevor er losgezogen ist, hat er noch nach Proviant gesucht. Er hat ein Stück Käse gefunden und hat das eingepackt. Vor dem Stadttor hat er einen Vogel entdeckt, der sich in einem Strauch verfangen hat. Den hat er auch gerade mitgenommen. Der Weg hat ihn auf einen Berg geführt. Dort ist ein gewaltiger Riese gehockt, der gemächlich herumgeschaut hat. Schneiderli ist mutig auf ihn zu und sagt: Guten Tag, Kamerad. Hast du Lust, mich zu begleiten? Der Reis hat den Schneider abschätzig angeschaut und gesagt: Du winzige Taugenichts. Nein, so etwas, sagt Schneiderli und zeigt dem Riesen den Gurt. Der Riese liest: 7 auf einen Streich. Und meint, das seien Menschen gewesen, die den Schneider erschlagen habe. Da hat er schon ein bisschen Respekt von dem kleinen Kerl. Er hat ihn aber zuerst testen. Er hat einen Stein genommen und hat ihn zusammengedrückt, dass das Wasser rausgekommen ist. Der Reis hat gesagt: Mach das in mir noch. Ja, wenn es weiters nichts ist, sagt Schneiderli, hat in den Sack gelangt, das Stück Käse rausgenommen und drückt, bis der Saft rausgelaufen ist. Da hat der Riese einen Stein genommen und ihn hoch aufgerührt, dass man ihn fast nicht mehr gesehen hat. So, ihr Pumendli, mach das noch. Ja, gut, hast du geworfen. Aber dein Stein ist wieder am Boden gekommen. Ich rühre einen Stein so weit, dass er gar nicht mehr am Boden geht. Er hat in die Tasche gelangt und den Vogel in die Luft gerührt. Der Vogel ist davon geflogen und nicht mehr gekommen. Der Riese brummelt: Also werfen kannst du. Aber jetzt will ich schauen, ob du im Stand bist, etwas Schweres zu tragen. Er hat Schneiderli zu einer mächtigen Eiche geführt, die am Boden gelegen ist, und hat gesagt: Wenn du stark genug bist, so träg mit mir den Baum zum Wald raus. Ja, gern, hat der kleine Mann gesagt. Nimm du den Stamm auf deine Schultern. Ich nehme die Äste mit den langen Zweigen. Das ist das Schwerste. Der Reis nimmt den Stamm auf die Schultern und weil er sich nicht mehr drehen konnte, setzt sich Schneiderli auf einen Ast und lässt sich tragen. Nach einer Zeit hat der Reis angefangen zu jammern. Er mag den Baum nicht mehr tragen und hat ihn fallen. Schneiderli ist schnell abgekumpelt und hat den gleichen Tag, wie wenn er immer noch den Baum trägt. Hat er zum Reis gesagt: Du bist ja ein Riesenkerli und magst nicht einmal einen Baum tragen. Der Reis ist verschrocken und schnell davon gelaufen. Nach einem langen Marsch ist Schneiderli in den Hof von einem königlichen Palast gekommen. Es war müde, ist ins Gras hingelegen und hat geschlafen. Die Leute, die zu laufen kamen, haben das Schneiderli von allen Seiten betrachtet und den Gurt gesehen mit der Aufschrift: 7 auf einen Streich.
Oh, das muss ein mächtiger Herr sein. Und hat das sofort dem König gemeldet. Wenn es Krieg geben würde, wäre das ein nützlicher Mann. Den dürfen wir um keinen Preis fortlassen. Im König hat der Rat gefallen. Und dann hat er ihm einen Auftrag gegeben. Im Wald aussen hausen zwei Riesen. Die Teugen immer grossen Schaden anrichten. Wenn er die beiden Riesen beseitigen könnte, dann töge er seine einzige Tochter ihm zur Frau geben und noch das halbe Königsreich dazu. Schneiderli ist losgezogen. Als es zum Wald kam, ist es hingesprungen, hat nach links und nach rechts geschaut. Schon gleich hat es die beiden Riesen entdeckt. Sie sind unter einem Baum gelegen, eingeschlafen und tief geschnarchelt. Schneiderli hat beide Säcke mit Stein gefüllt und ist auf den Baum gestiegen. Er ist auf einen Ast gerutscht und hat einen Stein lockiert, wo der Riesen gerade die Brust getroffen hat. Der hat zu seinem Gespannen gesagt, warum schlägst du mich? Du träumst, hat der andere gemeint und hat weiter geschlafen. Da hat der Schneider auf einen anderen Riesen einen Stein lockiert. Was soll das? Warum rührst du mir einen Stein an? Ich rühre keinen Stein hinter, hat er gebrummelt und wieder weiter geschlafen. Schneiderli hat jetzt einen grossen Stein auf die Brust gerührt. Das war jetzt aber zu viel gewesen. Er hat sein Gesell gepackt und ihn gegen den Baum geschlagen. Sie haben mit aller Wut aufeinander geschlagen und gehandelt, bis beide zusammen tot umgekehrt sind. Der Held ist zum König. Der hat sein Versprechen, ob wohl oder übel, müssen einhalten. Die Tochter und das halbe Königreich hat er bekommen. Die Hochzeit ist mit aller Pracht abgehalten worden und Schneiderli ist zum König geworden.